Guten Abend, gute Nacht. Willkommen zu einem neuen Bewertungs- und Promo-Video der Entertain Brothers. Heute sind dran 15 Florian MR, 15 Florian Mister, Mr. Florian LP und Mr. Hancock. Ihr habt 25 Abonnenten und 5306 Videoaufrufe. Beginnen wir nun mit der Beschreibung bzw. dem Kanaldesign. Wir viel Spaß wünschen dir, Florian, und so weiter und so fort. Stand 14.12.12 war nicht schlecht. Ihr schaut da die Stände hin, ab wann, seit wann das aktuell ist. Pausierte Projekte, es kommen bald wieder, okay, also da aktuelle Projekte, pausierte Projekte, sehr nice auf jeden Fall, also das ist schon mal eine gute Übersicht. Einen Uploadplan habt ihr jetzt nicht, aber das ist ja auch nicht zwingend notwendig. Jetzt schaue ich mal kurz hier nunner in den Kanaldesign neu, also das Kanaldesign, das hier oben sieht sehr hübsch aus, also die Blöcke gefallen mir sehr gut, passt auch jetzt zu dem Creeper hier Minecraft-mäßig angehaucht. Hier steht sie auch nochmal, sieht sehr hübsch aus. Das Ausfaden ist auch sehr gut nach unten hin, nur ist hier dann ganz schwarz, also das würde ich noch ein bisschen weiter faden lassen und gegebenenfalls in der Beschreibung vielleicht noch hinschreiben, irgendwie irgendwas ganz Kurzes zu euch, wie alt ihr seid oder sowas, also noch was so beifügen. Ja, wie alt ihr seid oder vielleicht, also eure richtigen Namen. Ich denke mal, Florian heißt auch Florian, aber, achso, hier hinten, René, ist das? Gut, dann hatte ich das eigentlich, dann ist das egal. Dann streicht mein letzten Satz, aber vielleicht das Alter oder sowas. Gut, ach, ist das Alter vielleicht das hier, die 15? Man weiß es nicht, ist ja auch egal. Aber Design auf jeden Fall nach hier unten halt erweitern, dass man, wenn man hier jetzt zufällig gerade das Video schauen will, dass man dann nicht schwarz außenrum hat. So. Beziehungsweise es kann ja schwarz sein, aber es, ne, dass es einfach gut aussieht, dass es nach unten hin, weil hier ist es halt sehr leer, das sieht man ja. Okay, gehen wir nun über zum Video. Die Videoqualität, ihr rendert auf 720p, ich habe mir einfach mal das Video herausgesucht, ich glaube das war eines der letzten oder sowas, oder eines der aktuellsten, ich weiß nicht. Das habe ich mir ausgesucht, Rollercoaster Tycoon 3 ist es, ne, glaube ich, ja. Der Bauspaß kann beginnen. Ihr rendert auf 720p. Es gibt eigentlich 8 Punkte, aber leider sind die schwarzen Ränder hier auch im Vollbildmodus und das müsst ihr auf jeden Fall noch wegbekommen, dass das Bild wirklich komplett ausgefüllt ist, aber das ist ja kein Problem. Muss man nur bei der Render-Einstellung ein bisschen was rumwurschteln, also umstellen und dann läuft es direkt. Also die Dinge halt, die Auflösung beziehungsweise die Bildschirmbums-Dingens-Kirchens, wie ihr es halt rendern wollt, auf wie viel x mal x ihr das hochrendern wollt, müsst ihr noch ein bisschen breiter rendern. Okay, so. Jetzt hören wir mal rein ins Video und analysieren die Audioqualität und wie du, ich glaube, das macht einer von euch beiden, ja, wie du sprichst. Achtung, es geht los. Wie beschissen in dem Spiel. Man baut zwei verschiedene Stände, okay. Ja, lassen wir aber erstmal so stehen, ne? Das ist aber beschiss, hier müsst ihr euch merken. Also an dem Informationsstand, wenn sie euch sagen, die haben keine Regenschirme, fragt einfach mal nochmal genauer. So, dann bauen wir hier. Ach genau, hier oben ist das doch, ich bin. So. Die Fackeln hier, die gefallen mir ganz besonders. So. Auf der anderen Seite machen wir das jetzt nochmal genauso, ne? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 müssen wir ja hier machen. Nein. Damit es ja auch symmetrisch wird. Ach ja. Ich bin schon ein Idiot, ne? So. So. Also, kommen wir zur Audioqualität. Die Audioqualität ist eigentlich, ich sag mal, das Spiel hört man sehr gut, aber leider benutzt du wohl ein etwas älteres Mikrofon, sag ich mal. Also da würde ich dir auf jeden Fall ein hochwertigeres empfehlen, weil, dieses immer, ne, es hört sich halt merkwürdig an. Man merkt halt, dass es nicht so eine hohe, gute Qualität hat, sag ich mal, aber sowas kann man ja leicht beheben. Großmembran-Mikrofone gibt's schon für wenig oder für günstiges Geld, ja, günstiges Geld, was für ein blöder Ausdruck, für wenig Geld. Und ja, also ich habe sogar mal eins von Thomann gehabt, das war kein Großmembran-Mikrofon, das habe ich damals für Gesang und Screamo und so und für die Musik, die ich da früher gemacht habe, verwendet. Und ich glaube, das hat 30 oder 40 Euro gekostet. Es war kein Großmembraner, aber es hat sich schon sehr gut angehört. Also sowas kann ich eigentlich empfehlen. Damit habe ich die ersten, ich glaube, bei Minecraft habe ich damit ab Folge 1 mit dem Ding aufgenommen. Und das hat sich schon sehr gut angehört, sag ich mal. Sowas wird auch völlig ausreichen. Audio 6 Punkte, daher
Comment habe ich dir 8 gegeben, weil, also was du erzählst, ist auf jeden Fall lustig, unterhaltsam und passt auch zum Spiel. Ich schmeiße wieder mit meinem Stift rum. Also da kann man nichts sagen, das ist schon sehr gut. Ich würde vielleicht noch ein bisschen, ich weiß auch nicht. Also, wenn dir irgendwie, also wenn, falls du mal irgendwie am Überlegen bist, mir passiert das immer, wenn ich am Überlegen bin und nicht genau weiß, was ich sagen soll, dann brabbel ich einfach irgendeine Kacke. Und es ist oft gut, aber manchmal geht es in die Hose. Ich glaube, war jetzt hier auch nicht, aber jetzt ist einfach nur ein Tipp. Also am besten immer ein Thema parat haben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Thema parat, aber ich weiß ja, was ich sagen soll. Aber trotzdem spreche ich das Thema später kurz an. Immer ein Thema parat haben, wenn man wenn man nicht aus dem Redefluss kommen will, zack, bumm, dass man einfach reinhauen kann mit irgendeiner anderen Scheiße und da drüber schwallen kann. Comment daher 8 Punkte. Schauen wir nochmal in euren Kanal, nein, die Playlist. Hier, die Playlist. Black Ops 2, Let's Play F1 2012, Minecraft, Battlefield und so weiter und so fort. Sehr viel zu schauen, man kann sich sehr viel Zeit bei euch vertreiben. Ja, genau. Ja, also das ist alles sehr nice. Ihr wisst, was ihr verbessern könnt. Und ja. Jetzt wollte ich noch kurz ein ganz kleines Thema ganz kurz ansprechen, nur dass jeder die Chance hat, das zu ergreifen. Und zwar haben wir jetzt bald 230 Abonnenten und da verschenken wir wieder oder vergewinnspielen wir wieder einen Dota 2 Key. Also wer mitmachen will, einfach eine PM an uns und uns bei Gamma Watcher. Also Fanen. Ich zeige euch, was ich meine. Eine Sekunde. Das ist bei uns im Kanal. Ach, ich habe jetzt natürlich wieder super Slow Bo Homo Internet. Hier. Gamma Watcher. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt richtig ausspreche. Einfach hier Fan werden von uns. Und schon, hier, so sieht die Seite aus. Und schon. Und uns eine PM schreiben, dass ihr mitmacht. Einfach nur, ich mache mit oder sowas, keine Ahnung. Und dann könnt ihr Dota 2 Key gewinnen. Hoppala, jetzt will ich aber jetzt nicht hier die ganze Zeit rumhängen, hallo. Hier. Also, dann könnt ihr da Dota 2 gewinnen. Ich denke mal, das ist nicht schlecht. Ich glaube, es kostet zurzeit 20 € oder sowas. Oder zumindest habe ich vor einem Monat geguckt, da waren es 20 €. Also, man gewinnt bares Geld, mehr oder weniger. Gut. Euer Kanal ist wirklich, wirklich nice. Ich denke, da wird auch noch was ganz Großes da aus euch. Ich habe auch mir vorhin ein paar Together angeguckt. Also, nice, nice, nice. Ich wusste halt nur nicht. Ich weiß nie, ob ich ein Together mache. Ich bewerte dann doch lieber ein Video, wo das einer alleine macht. Weil ich sehe das so, dass, wenn ihr Videos auch alleine macht, dann muss die Qualität ja genauso hoch sein wie bei einem Together. Und meistens ist die Qualität sogar ein bisschen höher, weil ich weiß auch nicht. Und deswegen mache ich meistens bei einem Together-Channel die Videos, die alleine gemacht werden. Außer es sind nur Together-Dinger dabei, dann mache ich natürlich auch ein Together-Ding. Oder es ist gewünscht, also wenn ich das geschrieben bekomme, beziehungsweise einen Vorschlag bekomme von einem Video, dass ich bewerten soll, dann mache ich das auch. Aber da eigentlich jeder bis jetzt auch immer zufrieden war, verfahre ich weiter so. Wow, schon 8 Minuten, fick die Kacke. Okay, dann wünschen wir euch viel Glück, viel Erfolg weiterhin im wahren Leben auf YouTube. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Gut, die Welt geht bald unter, Vorsicht. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.